Hallo ihr Lieben, wir kochen heute. Ich nehme eine Knoblauchzehe oder vielleicht lieber zwei Knoblauchzehen. Außerdem brauche ich ein Messer und ein Schneidebrett. Dann schneide ich die stumpfen Enden der Knoblauchzehen ab und wir müssen auch noch die Haut abpellen. Seht ihr das? Das heißt abpellen. Das ist schwierig. So, ich habe die Knoblauchzehen gepellt. Ich schneide die Knoblauchzehen in kleine Stücke. Ich kann auch sagen, ich zerkleinere die Knoblauchzehen. So, ich habe die Knoblauchzehen in kleine Stücke geschnitten. Ich habe die Knoblauchzehen zerkleinert. Natürlich brauchen wir auch eine Pfanne mit einem Deckel. Ich habe eine Pfanne mit hohem Rand. Der hohe Rand. Ich stelle die Pfanne auf den Herd. Ich stelle den Herd an. Ich drehe die Flamme auf 7. Zum Kochen verwende ich Bio-Sonnenblumenöl. Ich hebe den Deckel von der Pfanne. Ich öffne die Flasche, also ich drehe die Flasche auf und ich gieße ein bisschen Öl in die Pfanne, aber nicht zu viel. Ich drehe die Flasche wieder zu. Wenn die Pfanne ein bisschen heiß ist, können wir die Knoblauchzehen in die Pfanne tun. Dann lege ich den Deckel wieder auf die Pfanne. In der Zwischenzeit können wir schon das Gemüse vorbereiten. Mein Lieblingsgemüse ist die Zucchini. Das hier ist eine grüne Zucchini. Ich habe aber auch bei Kaufland gelbe Zucchinis gefunden. Heute möchte ich eine Gemüsepfanne aus grünen und gelben Zucchinis kochen. Das hier ist das Spülbecken. Ich wasche die Zucchinis am Spülbecken. Ich drehe den Wasserhahn auf und ich wasche die Zucchini ab. Nach dem Abwaschen trockne ich meine Hände ab. Ich trenne den Strunk der Zucchini ab. Ich habe den Strunk abgetrennt und auch das Ende. In der Zwischenzeit dünstet der Knoblauch leicht an. Und dann schneiden wir die Zucchinis der Länge nach auf. Ja, ich habe die Zucchini halbiert und dann halbiere ich sie noch einmal. Ich schneide sie in Viertel. Ich habe die Zucchinis in kleine Viertel geschnitten. Dann gebe ich die Zucchinis in die Pfanne. Der Knoblauch ist schon gut angedünstet. Hört ihr? Es brutzelt. Es brutzelt. Zum Würzen brauchen wir Salz, Pfeffer aus der Pfeffermühle und Paprika. Ich salze das Gemüse. Ich gebe Pfeffer dazu und auch ein bisschen Paprika. Das ist der Pfannenwender. Mit dem Pfannenwender wende ich das Gemüse in der Pfanne. Das Ganze lasst ihr 10, vielleicht 15 Minuten auf mittlerer Hitze kochen.
Für eine gesunde, ausgewogene Ernährung empfehle ich euch auch, genug Proteine, also Eiweiß, zu essen. Ich esse am liebsten Hähnchenbrustfilet, aber wenn du Vegetarier oder Veganer bist, kannst du zum Beispiel auch rote Linsen kaufen. Ich mache die Verpackung auf. Ich nehme ein Hähnchenbrustfilet und ich halbiere es. Dann ist es etwas flacher. Manchmal würze ich das Hähnchen nur mit Salz und Pfeffer. Heute habe ich aber Lust auf etwas anderes und nehme deswegen diese Gewürzmischung. Die Gewürzmischung heißt Grillmeister. Ich öffne die Dose. Ich würze das Fleisch. Das Öl ist jetzt erhitzt. Ich lege das Fleisch in die Pfanne. Das Fleisch brät jetzt an. Das Essen ist fertig. Ich tue den Reis in die Schüssel. Das ist die Mikrowelle. Ich stelle den Reis in die Mikrowelle. Auf die Schale tue ich einen Schutzdeckel. Ich schließe die Mikrowelle. Ich stelle die Wattzahl ein und ich drehe die Mikrowelle auf 2 Minuten. Ich nehme den Reis aus der Mikrowelle. Der Reis duftet. Ich serviere mir das Essen. Tada! Ich wünsche euch einen guten Appetit.